Hallo und herzlich willkommen Leute zu einem neuen Video. Lasst euch nicht von dieser Qualität erschrecken, es wird gleich noch ein bisschen besser. Aber damit will ich euch zeigen, wie es früher bei mir mit den Kameras angefangen hat und wie es jetzt ist und vor allem, was ich euch empfehlen würde, wenn ihr an Silvester was filmen wollt. Weil es fragen mich über Instagram echt viele Leute, welche Kamera ich empfehlen kann und so weiter und das erzähle ich euch jetzt mal. Das hier war meine erste Kamera, die habe ich vor 10 Jahren gekauft. Wobei so ganz stimmt das nicht, sondern die hier ist eigentlich die allererste. Die ist 13 Jahre alt, von Medion hier. Und danach kam wie gesagt die Kamera. Das ist die HCV100 von Panasonic. Aber ihr hört, der Sound ist nicht wirklich gut und das Bild, naja. Und dann gab es vor ungefähr 7 Jahren, also 3 Jahre später, eine neue Kamera. Und zwar die Panasonic HCV707. Ja, und das ist das Bild von der Kamera. Die hat sogar ein eingebautes Licht, also wirklich super für Silvester. Und der größte entscheidende Vorteil ist das hier. Es kann ein externes Mikro angeschlossen werden. Und das ist natürlich gerade für Böller unfassbar gut. Und die Kamera habe ich bis letztes Jahr immer für alle möglichen Böller und so noch benutzt. Weil gerade im Hellen macht die ein echt gutes Bild. Und vor allem der Sound ist extrem gut. Das Mikrofon ist übrigens das Rode Video Stereo Mic Pro. Und das benutze ich tatsächlich, seitdem ich die Kamera habe, bis heute. Aber man muss sich natürlich weiterentwickeln. Und dann kam die nächste Kamera. Und zwar hier die Sony AX33. Die kann 4K. Ich benutze die immer noch als Streaming Cam. Und sie hat einen richtig krassen eingebauten Bildstabilisator. Und das ist natürlich gerade für Silvester ultra gut. Aber ihr hört, gerade bei so Sprechszenen ist der Sound immer noch verbesserungswürdig. Und deshalb habe ich mir dann gerade für solche Aufnahmen ein Ansteckmikro gekauft. Das macht einfach guten Sound, den ich persönlich bei Videos immer richtig wichtig finde. Und weil ich mir aber dachte, dass bei der Kameraqualität noch ein bisschen Luft nach oben ist, habe ich mir letztes Jahr dann wieder eine neue Kamera gekauft. Und zwar hier die Sony A7C. Also die Kamera ist wirklich ein Monster. Das Ding macht so unendlich viel Spaß. Ganz perfekt ist das aber immer noch nicht, denn es fehlt noch ein bisschen Licht. Hier zum Beispiel jetzt das Licht von der Seite. Das war ein relativ günstiger Kamerastrahler, ich glaube für 30 Euro oder so. Und ja, ich muss sagen, mit der Kamera bin ich wirklich zufrieden. Allerdings kostet die in der Kombination auch 2000 Euro. Für mich persönlich hat es sich auf jeden Fall gelohnt, aber wenn ihr so ein bisschen nur hobbymäßig was filmen wollt, würde ich euch das nicht empfehlen. Wichtig an Silvester ist natürlich immer die Handlichkeit einer Kamera. Und genau deshalb habe ich immer ganz, ganz lange hier auf solche Camcorder geschwört. Problem ist nur, dass die meistens nicht so eine gute Qualität haben wie solche Kameras mit Objektiv. Ich habe echt ganz lange gesagt, dass ich mir auf jeden Fall keine Spiegelreflexkamera oder sowas wie das hier kaufen würde. Aber es gibt halt eine Sache, die einem das sehr, sehr leicht macht. Und zwar hier so ein Rig oder so ein Käfig hier. Da kann man die Kamera reinbauen und dann an Silvester quasi so tragen. So habe ich tatsächlich letztes Silvester alle Videos gemacht und es hat wirklich extrem gut geklappt. Und dadurch hat man die Kamera wirklich nur in einer Hand und kann mit der anderen Hand noch anzünden und so weiter. Damit hat sich auf jeden Fall das Argument erschlagen, dass Camcorder irgendwie praktischer sind oder so. Wenn ihr jetzt Feuerwerkvideos an Silvester machen wollt und euch extra eine Kamera kaufen wollt, dann könnt ihr natürlich einen Camcorder nehmen, solltet dazu aber auf jeden Fall ein Mikro dazu kaufen. Also für eine halbwegs gute Qualität muss man für einen Camcorder wahrscheinlich schon um die 300 bis 500 Euro einrechnen. Am besten hier so ein Ding für 800. Und das Mikrofon kostet auch nochmal 200. Also da seid ihr schon fast bei 1000. Wenn ihr das professioneller machen wollt und es wirklich gut aussehen soll, dann müsst ihr euch schon so eine richtige modulare Kamera kaufen. Und da auch auf jeden Fall Mikrofon dabei und da seid ihr auch wahrscheinlich bei etwas über 2000 Euro. Aber die einfachste Variante, die auch wahrscheinlich jeder von euch zu Hause hat, ein Feuerwerk in guter Qualität zu filmen, ist das Handy. Ohne Witz, bevor ihr 300 oder 400 Euro für eine Kamera und ein Mikro ausgebt, nehmt euer Handy oder investiert das Geld, also zum Beispiel die 1000 Euro, in ein gutes Handy mit einer guten Kamera. Weil ihr habt das immer dabei, es macht teilweise wirklich extrem gute Aufnahmen. Also das hier ist jetzt ein Galaxy S21 FE und das macht schon wirklich gute Videos und Bilder von Feuerwerk. Und ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt, aber iPhone 13 oder iPhone 14, die machen so krasse Feuerwerksaufnahmen. Also das ist auf jeden Fall eher eine Überlegung wert, euch ein gutes Handy mit einer guten Kamera zu kaufen, als so viel Geld in irgendeine normale Kamera, die auch nur filmen oder fotografieren kann, zu investieren. Ja Leute, das war mein kleines Video zum Thema Kamera. Sollt ihr euch eine kaufen oder lieber nicht? Und wenn ja, welche und so weiter? Alle Fragen gerne in die Kommentare. Die Links von den Produkten, die es überhaupt noch zu kaufen gibt, findet ihr natürlich auch in der Beschreibung. Dann wünsche ich euch schon mal ein filmisches Silvester. Wir sehen uns aber bestimmt vorher noch. Also, bis zum nächsten Video. Bis dann und haut rein.